Schild. Neben der einspurigen Lehmstraße geht es mal 100 Meter senkrecht in die Tiefe, mal 400, mal 700 Meter. Der Weg des Todes, laut amerikanischer Entwicklungsbank, die gefährlichste Straße der Welt. Tausende Menschen haben hier ihr Leben gelassen. Vor einer Stunde Gerüttel und Geschüttel zittern unsere Arme und Hände, mit denen wir uns an den vibrierenden Lenkern festkrallen. Wir halten an einer besonderen Stelle. Diesen Streckenabschnitt nennen die Fahrer ehrfurchtsvoll den Hintern des Teufels. Allein auf diesen 100 Meter, erläutern uns Javier und sein Vater, sind bereits Dutzende von Lkw und Bussen abgestürzt. Vorsichtig nähern wir uns dem senkrechten Abhang. Seht ihr da unten den Fluss? Immer im Frühjahr, wenn der Regen kommt, findet man dort unten Fahrzeugreste und menschliche Knochen. Die Fahrzeuge rutschen in der Kurve ab, wenn es feucht ist, oder die Bremsen versagen. Eigentlich ist der Todesweg gesperrt. Eigentlich müsste man die neue Asphaltstraße nehmen. Doch die ist deutlich länger und kostet mehr Benzin. Also wählen Javier und andere auch heute noch das Risiko. Es sind furchtbare Unfälle. Es gibt keine Rettung. Du stürzt hier runter und es ist aus. Nachts kann man hier Stimmen hören. Es sind die Seelen der Toten. Diejenigen, deren Körper niemals geborgen wurde. Sie weinen. Hast du das auch schon gehört, frage ich. Natürlich. Man kann genau unterscheiden, ob es die Stimme eines Kindes oder eines Babys ist oder die eines Erwachsenen. Über 3000 Höhenmeter führt der Camino de la Muerte hinunter in den tropischen Osten Boliviens, über drei Vegetationszonen hinweg. Die Temperatur steigt auf 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit auf 100%. Wenn uns Fahrzeuge begegnen, bleiben uns 20 cm Platz. Am besten nicht nach unten schauen. Es stimmt, auf dieser Strecke darf man in seiner Konzentration keine Sekunde nachlassen. Selbst die Landschaft sollte man beim Fahren nicht nebenbei genießen. In den bolivianischen Anden kommt Hochgenuss vor dem freien Fall. Wir sind heilfroh, als wir abends unten im Tiefland ankommen.